Herzlich willkommen zu diesem Talk heute am Donnerstagmorgen. Ja, wir sind sehr zahlreich. Das freut mich sehr. Wir werden nachher sehen, woher Sie sich alle eingeloggt haben. Immer spannend zu sehen bei diesen Online-Veranstaltungen, woher alle teilnehmen können und ja auch immer noch ein Vorteil für die Online-Veranstaltungen. Das Thema, die ersten Schritte ins BGM, die Erfolgsfaktoren für den Einstieg. Wie gehe ich vor? Was mache ich zuerst? Ich darf ein BGM aufbauen. Ich habe den Auftrag erhalten. Wir haben ganz viele unterschiedliche Sachen, die wir schon machen in der Unternehmung. All dies sind Fragen, die wir in den letzten Wochen und Monaten häufig gestellt erhalten haben. Und es ist mir daher ein Anliegen, Ihnen heute ein bisschen Tipps auf den Weg zu geben in unserem heutigen Talk und die, ja, Ihnen so den Weg aufzuzeigen, was ist hilfreich, wo fange ich an, was mache ich als erstes. Ich habe schon viele Ideen und wie bündle ich die, wie strukturiere ich die. Mein Name ist Madeleine Witzig, ich bin Key Account Manager bei Gesundheitsförderung Schweiz im Team Sensibilisierung und Verbreitung BGM, gemeinsam mit meiner Kollegin Mireille Felix. Ihr habt sie vorhin auch schon in der Begrüßungsrunde gesehen. Sie wird uns am Schluss auch wieder im Plenum begleiten und ihre Fragen beantworten, die wir von Gesundheitsförderung Schweiz beantworten können. Weiter begrüße ich gerne heute Corinne Baumgartner und Nicola Burger von Conaptis. Sie zeigen Ihnen heute auf, wie Sie Ihre Kunden begleitet haben. Das ist Anja Neuhaus, begrüße ich auch ganz herzlich von der BLS, und Susanne Grasser von der Stiftung Pinja. Corinne Baumgartner und Nicola Burger sind beide geschäftsführende Partner bei Conaptis. Sie werden sich anschließend kurz auch noch selber vorstellen. Herzlich willkommen unseren Gästen. Dann natürlich auch ein herzliches Willkommen an Claudia Ulrich. Viele von Ihnen, die schon teilgenommen haben an unseren BGM-Talks, kennen Claudia vielleicht schon. Sie ist zuständig für unseren technischen Support, den reibungslosen Ablauf dieses BGM-Talks. Und wenn Sie irgendwann Fragen haben, Probleme haben mit dem Login, falls irgendetwas nicht klappt, Sie dürfen gerne Claudia Ulrich eine Mail schreiben oder kurz anrufen. Sie wird gleich auch unten im Chat Ihre Kontaktdaten einblenden. Ja, ich möchte nicht zu viel Zeit verlieren mit der technischen Einführung, mit dem Zoom. Die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich in der Zwischenzeit mit Zoom mehr oder weniger bekannt. Ihr müsst heute auch nicht viel machen. Wie gesagt, ihr dürft die Kaffee- oder Teetasse zur Hand nehmen und zuhören. Ihr dürft aber gerne eure Fragen unten in den Chat schreiben. Dazu einfach unten auf dem Balken Chat anklicken und eure Frage dort stellen. Wir werden diese aufnehmen, allenfalls dazwischen, aber eher dann am Ende der Präsentation und eure Fragen beantworten. Selbstverständlich könnt ihr uns auch nachher dann noch kontaktieren, wenn sehr viele Fragen im Chat stehen würden. Ja, die Kameras, da freuen wir uns, wenn sie eingestellt bleiben. Ihr werdet nicht aufgezeichnet. Wir haben immer die Sprecher in der Ansicht. Und die Mikrofone sind stummgeschaltet während der ganzen Präsentation. Auch da müsst ihr euch nicht sorgen, dass plötzlich irgendwelche Geräusche auftauchen. Die sind automatisch stummgeschaltet. Am Schluss im Plenum könnt ihr diese dann wieder manuell entmuten und dann einfach auf das Mikrofonsymbol klicken. Ja, die ersten Schritte ins BGM. Wo fangen wir an? Ich möchte euch zuerst ein paar Fragen stellen, damit wir gemeinsam sehen, wer ist von wo eingeloggt, welche Unternehmen haben wir. Und dazu dürft ihr jetzt nun doch noch eine kleine Funktion im Zoom anklicken. Wir starten mit einer kleinen Umfrage. Claudia hat die bereits eingeblendet. Uns würde interessieren, in welcher Funktion Sie am BGM-Talk teilnehmen. Klicken Sie doch kurz die Antworten auf diese drei Fragen. Die dritte Frage ist etwas weiter unten, dazu einfach im Kästchen runterscrollen, damit ihr anklicken könnt,
zuerst einmal einen Klick ins Kästchen und dann die Antworten. Die zweite Frage, wie viele Mitarbeitende zählt Ihr Unternehmen, in dem Sie arbeiten? Und die dritte Frage, in welcher Branche arbeiten Sie? Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen? Immer drei spannende Fragen zu Beginn des BGM Talks, damit wir ein bisschen sehen, wer ist dabei, woher seid ihr eingeloggt, wo sitzt ihr gerade? Wir werden anschließend auch gleich die Resultate eingeblendet haben. Und das ist ja auch immer noch ein Vorteil der Online-Veranstaltungen, dass wir uns da von ganz unterschiedlichen Orten einloggen können und teilnehmen können an diesen Events und Sie auch von diesen Informationen profitieren können. Ja, wir werden gleich die Antworten hier haben. Sehr viele BGM-Fachpersonen sind heute eingeloggt, über 55%. Das freut uns sehr. Dann die Unternehmensgrößen, auch da eine schöne Mischung. Und die dritte Frage, aus welchen Branchen? Auch hier haben wir von allen Branchen etwas dabei. Sehr spannende Mischung. Vielen Dank, dass Sie da mitgemacht haben. Ja, wie gesagt, diese Fragen, wo starte ich, was mache ich zuerst, wie bündle ich meine Maßnahmen, die ich in der Unternehmung schon habe, das sind Fragen, die sicher ganz viele von Ihnen interessieren und denen möchten wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Zuerst vielleicht noch ein paar Informationen zur Gesundheitsförderung Schweiz. Wenn die nächste Folie aufgeschaltet ist, ihr seht hier den Überblick Gesundheitsförderung Schweiz. Die meisten von Ihnen kennen uns wahrscheinlich, aber hier vielleicht doch noch ganz kurz, was wir tun, wer wir sind. Der Stiftungsauftrag ist das Initiieren, das Koordinieren und Evaluieren von Maßnahmen zur Förderung von Gesundheit und zur Verhütung von Krankheiten. Dies ist so im KVG im Artikel 19 gesetzlich verankert. Das BGM, Teil vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, hat das Ziel, dass sich die Arbeitgebenden engagieren und sich wirksam für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und den Aufbau eines systematischen BGMs engagieren. Wir sind somit mit den BGM-Instrumenten, die wir für sie entwickeln, weiterentwickeln, unterwegs in den Unternehmen, damit Sie Ihre Mitarbeitenden dadurch unterstützen können. Ich darf dann gerne die nächste Folie noch anklicken. Und da sind wir bei den ersten Schritten zum erfolgreichen BGM. Vielleicht habt ihr die Zeitschrift gesehen. Sie war die Beilage im HR Today Special im Sommer, ist im August erschienen, im Rahmen auch der BGM-Tagung vom 1. September. Und ein Artikel darin wurde von Corinne Baumgartner von Conaptis publiziert. BGM kostet in erster Linie Bereitschaft und Zeit, nicht Geld. Ja, wie viel Bereitschaft, wie viel Zeit kostet denn nun den Aufbau eines BGMs? Und welche Herausforderungen entstehen dabei? Welche Schritte? Wo kann ich beginnen? Sie werden gleich die beiden Gäste porträtieren, die dann auch erzählen, wo sie ihre Herausforderungen gesehen haben, wie sie diesen Aufbau angegangen sind. Beide stehen auch an einem unterschiedlichen Punkt, also wir sind da sehr gespannt auf die Informationen, die wir gleich von den Unternehmen erhalten werden und sie ein bisschen aus ihrem Nähkästchen plaudern und ihnen hoffentlich viele Tipps und Informationen mitgeben, damit auch Sie erfolgreich die ersten Schritte bewältigen und Ihr BGM starten können. Ich gebe somit das Wort gerne an Nicola Baumgartner. Er wird beginnen. Und bitte Claudia, die Folien aufzuschalten. Sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank, Madeleine, für die wohlwollenden Einführungsworte. Auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen. In den nächsten knapp 45 Minuten werden wir Ihnen in einem ersten Teil verschiedene Wege
aufzeigen, wie Sie ins BGM einsteigen können und was für Erfolgsfaktoren man sich dabei drauf stützen kann. In einem zweiten Teil lassen wir zwei unterschiedliche Betriebe zu Wort kommen, welche in Form eines Interviews über ihren Einstieg ins BGM berichten werden. Kurz vor Beginn noch ein paar Worte zu Conaptis. Zwei geschäftsführende Partnerinnen mit Arbeitspsychologie-Hintergrund sind selbst heute anwesend. Der dritte im Bund ist Kurdin Sedlacek, von Haus auf Bewegungswissenschaftler. Und ab 2022 werden wir zu viert die Geschäfte leiten. Christina Crotti wird uns mit ihrem BGM-Erfahrungswissen aus Großunternehmen verstärken. Das Dienstleistungsangebot von Conaptis ist breit gefächert und reicht von der Analyse als Grundstein für bedarfsgerechte Maßnahmen über Fach- und Prozessberatung, beispielsweise bei der Einführung von BGM oder dessen Weiterentwicklung, über die Entwicklung diverser Konzepte und innovativen Umsetzungsideen hin zur Befähigung von Führungskräften und Mitarbeitenden zu diversen gesundheitsförderlichen Themen in unterschiedlichen Umsetzungsformaten. In einem ersten Block möchten wir drei wesentliche Punkte beim Einstieg ins BGM hervorstreichen, nämlich etwas zum Reifegrad, zur angestrebten Wirkung und zur Interventionsbreite sagen. In einem zweiten Block danach möchten wir Ihnen vier Wege aufzeigen, wie Sie ins BGM einsteigen können, denn es gibt nicht den einen perfekten Weg. Und abschließend tun wir den ersten Teil mit einer Sammlung von aus unserer Sicht zentralen Faktoren für ein erfolgreiches BGM. Genau. Ein erster sehr wichtiger Punkt, wenn es um den Einstieg ins BGM geht: Es gibt nicht den einen Weg oder nicht den optimalen Einstieg, der für alle gilt. Wie man einsteigt, hängt sehr stark davon ab, wo der Betrieb aktuell steht in Bezug auf das Thema BGM, in Bezug auf das Thema, wie wird Gesundheit eigentlich angeschaut im Betrieb. Da können Sie sich auch selbst überlegen, wie ist das bei uns so? Wo stehen wir mit dem BGM? Was hat das für einen Stellenwert? Und der Einstieg ist sehr unterschiedlich. Wenn der Stellenwert vielleicht da ist, dass Gesundheit noch ein Fremdkörper ist und die Mehrheit eher findet, ja, ist das wirklich ein Thema für den Betrieb oder ist das gar Privatsache, wie die Leute gesund sind oder wie sie sich gesund verhalten, wird der Einstieg ein ganz anderer sein, als wenn Sie in einem Betrieb arbeiten, wo schon großes Interesse für das Thema vorhanden ist, vielleicht auch schon viele Aktionen stattgefunden haben. Oder wenn Sie sogar schon so weit sind, dass Sie sagen können, ja, eigentlich sind wir schon in einem systematischen Prozess, in dem Sinne, dass wir schon regelmäßig einen Bedarf erheben, schon regelmäßig schauen, wo Belastungen und Ressourcen sind und davon Maßnahmen ableiten. Also je nachdem, wo Sie stehen, sieht der Einstieg sehr unterschiedlich aus. Selbstverständlich bleibt am Schluss unser Ziel im BGM, dass eine Kultur entsteht, eine Gesundheitskultur, wo das Gesundheitsthema automatisch auch mitgedacht wird. Das ist meistens nicht der erste Schritt. Von daher überlegen, wo stehen wir, ist ein guter erster Gedanke, auch aus Sicht des BGM, und dann zu überlegen, wie könnten wir einen Schritt Richtung Mitte machen oder vielleicht zwei Schritte Richtung Mitte. Wie Nicola gesagt hat, ein zweiter wichtiger Aspekt aus unserer Sicht ist wirklich, was wollen wir verbessern mit dem BGM? Und dafür ist es sehr wichtig, am Bedarf anzusetzen. Es lohnt sich zu überlegen, wo haben wir als Betrieb wirklich Herausforderungen? Wie ist das? Wo drückt der Schuh? Was sind Themen, die uns schon sehr lange beschäftigen, wo auch vielleicht die Geschäftsleitung ansteht, die wehtun auch im Betrieb, und diese Themen dann hervorzugreifen? Und warum ist das so wichtig? Wir haben den Eindruck, wenn man wirklich beim Bedarf ansetzt, da wo wirklich der Schuh drückt, da wo man einen Beitrag leisten kann, zeigt man auch, dass man mit dem BGM einen Mehrwert leisten kann.
Da zeigt man auch, dass man mit dem BGM an relevanten Themen des Betriebs ansetzen kann. Wenn wir jetzt wissen, was der Bedarf ist, wir haben vielleicht den Reifegrad schon eruiert und wir wissen, was ist wirklich der Bedarf, dann geht es darum, ja zu überlegen, wie könnten wir jetzt mit dem BGM einen sinnvollen Beitrag leisten, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Und wenn es jetzt darum geht, und das ist der dritte wichtige Aspekt aus unserer Sicht, wenn es nun darum geht, einen Verbesserungsbeitrag zu leisten, Maßnahmen zu entwickeln, Interventionen zu planen, dann müssen wir breit denken. Und das ist so das Dritte, was uns sehr wichtig ist. Denken Sie breit. Vielleicht haben Sie auch jetzt die Herausforderung, dass Sie merken, auch in naher oder ferner Zukunft wird nicht mehr die ganze Belegschaft 5 Tage die Woche im Betrieb sein, um ihre Arbeit zu verrichten, sondern viele werden auch remote arbeiten, werden zu Hause arbeiten, mobil flexibel oder hybrid arbeiten. Und da stellt sich doch dann für uns im BGM die Frage, das ist ein aktueller Bedarf. Und wie können wir aus dem BGM einen Beitrag dazu leisten, dass die Mitarbeitenden mit diesen neuen Formen der Arbeit eben gesund, motiviert und leistungsfähig bleiben? Und wenn wir jetzt solche Themen dann angehen, lohnt es sich eben zu denken auf der Organisationsebene, an den Rahmenbedingungen. Was wäre hier eine Hilfe? Braucht es vielleicht eine Policy? Müssen gewisse Prozesse überdacht werden? Muss die Vertrauenskultur gefördert werden, damit das gut funktioniert? Welche arbeitsbezogenen Kompetenzen braucht es, damit man eben gut durch diese neue Arbeitsformen kommt? Braucht es vielleicht im Bereich des Führungsverhaltens eine Entwicklung, damit man Führung aus Distanz auch gut vollbringen kann? Oder braucht es im Team Absprachen? Wie soll die Zusammenarbeit zukünftig aussehen, wenn wir uns nicht mehr regelmäßig sehen? Und zu guter Letzt, das ist vielleicht so das Klassische, natürlich das Gesundheitsverhalten. Was könnte hier noch helfen, um gut durch diese neuen Herausforderungen zu kommen? Hier zum Beispiel das Thema Abschalten, das an Bedeutung gewinnt, wenn wir immer und überall arbeiten können. Und somit vielleicht so abschließend zu diesen 3 Faktoren. Überlegen Sie beim Einstieg, wo stehen wir aktuell? Also was ist der Reifegrad? Und planen Sie vielleicht 1 oder 2 Schritte und nicht gleich das Maximum. Zweitens, was ist der Bedarf? Wo tut's weh? Wo stehen wir als Betrieb schon länger an? Und planen Sie dort anzusetzen. Und drittens, wenn Sie das Thema kennen und Maßnahmen planen, denken Sie auf allen 3 Ebenen. Und diese Erkenntnis nehmen wir jetzt mit in die 4 Wege, die wir Ihnen gerne aufzeigen möchten. Den ersten Weg könnte man als den naheliegendsten Weg bezeichnen. Sie wissen aus eigener Beobachtung, respektive hören sagen, wo im Betrieb Handlungsbedarf besteht. Beispielsweise wissen Sie um die psychische Belastung oder hohe Erschöpfung Ihrer Mitarbeitenden. Nun geht es nur noch darum, herauszufinden, was denn das geeignetste Vorgehen wäre. Ganz nach der Logik der vorhin erwähnten Interventionsebenen könnte nun der Betrieb folgende Maßnahmenpakete zum bekannten Handlungsbedarf schnüren. Auf Ebene Rahmenbedingungen kann der Betrieb beispielsweise klare Regelungen bezüglich Erreichbarkeit einführen. Auf Ebene Team zum Beispiel einen Workshop zu Teamresilienz anbieten oder auf Ebene individuelles Gesundheitsverhalten den Mitarbeitenden Angebote machen, sich zum Thema Abschalten oder aktive Erholung fortzubilden. Der große Vorteil, man ist schnell in der Umsetzung mit überschaubarem Aufwand und weil es oftmals nicht etwas ist, das auf Widerstand stößt, ist das Commitment einfacher einzuholen für diese Art von Maßnahmen. Beim zweiten Weg ist Ihnen bewusst, dass eine Abteilung oder Berufsgruppe besonders belastet ist, beispielsweise aufgrund auffälliger Absenzzahlen. Die zentrale Frage lautet nun, wie Sie der Abteilung am besten helfen können. Aus Erfahrung trifft sich hier an die besonders belastete Zielgruppe mit maßgeschneiderten Interventionen zu entlasten. Ganz nach dem Motto, Betroffene
Beteiligten machen, bewährt sich hier das Paradeinstrument der Gesundheitsförderung, nämlich einen Gesundheitszirkel oder eine Fokusgruppe einzuberufen. Großer Vorteil hier ist, dass die gewonnenen Erkenntnisse und die partizipative erarbeiteten Maßnahmen teils auch auf andere Abteilungen übertragen werden können. Auch ist hier eine Umsetzung schneller durchführbar, da mit einem Pilot sozusagen gestartet werden kann. Beim dritten Weg möchten Sie, um BGM flächendeckend zu lancieren, Maßnahmen am existierenden Bedarf ansetzen. Sie wissen hier also wenig darüber, wo bei den Mitarbeitenden der Schuh drückt. Dies bedeutet folglich erst einmal, Belastungen, Ressourcen, Befinden und Zufriedenheit fundiert zu erheben. Königsweg dabei ist via schriftliche Befragung. Ebenso gute Erfahrungen haben wir aber auch via Interviews gemacht. In Kombination mit Haarkennzahlen wie Absenzquote, Fluktuation, Überzeit, Saldo etc. lassen sich oftmals interessante Zusammenhänge mit den Befragungsergebnissen ableiten. Größter Vorteil hier ist, dass man die Maßnahmen bedarfsspezifisch basierend auf dem erhobenen Handlungsbedarf definiert hat. Dies erhöht oft die Legitimation der Maßnahmen. Und schließlich ein letzter möglicher Einstiegsweg. Sie stellen Ihren Mitarbeitern schon einige Angebote zur Förderung der Gesundheit zur Verfügung. Sie haben aber das Gefühl, bis jetzt eher punktuell unterwegs zu sein. Ihr Ziel ist, in Erfahrung zu bringen, wie gut Sie mit den vorhandenen BGM-Maßnahmen, Prozessen und Strukturen dastehen und wo Sie sich auf dem Weg zum systematischen BGM noch verbessern können. Hier bietet sich also eine BGM-Standortbestimmung an. Vorteil hier, Sie erhalten mit verhältnismäßig wenig Aufwand Erkenntnisse zu Stärken und Gaps Ihres BGM. Je nach Stand der Systematik sind Sie dann vielleicht auch nicht mehr so weit vom Label Friendly Workspace entfernt. Hier sehen Sie noch bewährte Instrumente, die für den jeweiligen Weg passend einsetzbar sind. Es sind unter anderem Instrumente aus KMU Vital, dem Werkzeugkasten, aber auch aus Friendly Workspace. Genau, unabhängig davon, welchen Schritt Sie oder welchen Weg Sie jetzt einschlagen, haben wir überlegt, dass wir die Plattform auch gerne nutzen würden, um Ihnen so aus unserer Erfahrung so wichtige Erfolgsfaktoren mit auf den Weg zu geben, wo wir denken, das hilft dann auch zu berücksichtigen, wenn man plant, vielleicht eine kurze Reflexion zu machen, wo stehen wir oder was würde uns noch helfen. Und das Erste ist, was man schon immer hört, natürlich die Führung fürs BGM gewinnen. Und hier wäre wirklich so die Botschaft, wenn das Commitment noch nicht vorhanden ist, dann lohnt es sich vielleicht, bevor man große Maßnahmen plant, in dieses Commitment zu investieren. Und da sprechen wir nicht nur von der Geschäftsleitung, sondern wirklich auch vom mittleren Kader. Also wie können Sie das Commitment eben derer, die das BGM dann auch leben müssen, im Alltag gewinnen? Und hier zu investieren, ist sicher eine gute Idee. Den BGM-Stand berücksichtigen, das haben wir gesehen mit der Zielscheibe. An bestehendes anknüpfen, auch da, man muss nicht immer das Rad neu erfinden, sondern erfolgsversprechend ist es aus unserer Sicht, eher mal zu schauen, was funktioniert eigentlich schon gut im Betrieb und dort anzusetzen. Also dort zu planen, was könnte so, welche Gefäße könnten genutzt werden, welche Prozesse bestehen, wo wir das BGM integrieren können. Bedarf eruieren, ich glaube, das haben wir auch schon gehört mit diesen Wants and Needs, dass wir da wirklich ansetzen, wo der Schuh drückt. Der breite Fokus, auch das haben wir gesehen mit den drei Ebenen, Organisation, Personal, Führungsentwicklung und Gesundheitsverhalten. Partizipative Maßnahmenerarbeitung, Betroffene zu Beteiligten machen, sehr wichtig. Das hat Nicola auch mit dem Paradeinstrument des Gesundheitszirkels oder von Fokusgruppen erwähnt, vor allem im Pilot, kann aber auch in anderen Situationen hilfreich sein. Kommunikation,
Das ist immer ein Thema und wir wissen alle, meist kommt nicht alles an, was kommuniziert wird, und Kommunikation ist es ja erst dann, wenn es auch ankommt. Von daher vielleicht einmal mehr kommunizieren und vor allem auch überprüfen, ob der Informationsstand so ist, wie man ihn gerne hätte, oder ob die Information ankommt. Der nächste Punkt bezieht sich dann sehr stark auf Sie als BGM-Verantwortliche. Es braucht ein inneres Feuer, es braucht Motivation, es braucht einen langen Atem, das sieht man immer wieder. Und was aber hier auch wirklich hilft, ist sehr früh schon zu schauen, was gibt es im Betrieb für andere Schlüsselpersonen, was gibt es für andere Funktionen oder Schlüsselfunktionen, die unterstützen können, und vernetzen Sie sich. Vernetzen Sie sich so gut es geht und so oft es geht. Mehrwert nachweisen muss nicht immer gleich die umfassende Evaluation sein mit vielen Kenngrößen, sondern einfach immer auch mitdenken, wie könnten wir aufzeigen, was wir Positives erreicht haben, im Sinne von tue Gutes und rede darüber. Vielleicht auch, wenn Sie den Bedarf aufgegriffen haben, schöne Beispiele aufzeigen, Erfolgsgeschichten, Good Practice, damit man sieht, was Sie Positives erreichen. Und schlussendlich der letzte Punkt, da haben wir wahrscheinlich am wenigsten Einfluss oder gar keinen Einfluss, aber es muss auch gesagt sein, es hilft natürlich, wenn eine gewisse Kontinuität da ist und der Betriebskontext halbwegs stabil ist, ein BGM zu initiieren und erste Schritte zu tun. Nun wollen wir von Ihnen in Erfahrung bringen, welches aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren sind. Dazu wird gleich eine Umfrage gestartet. Wir bitten Sie jeweils nur, deren drei anzukreuzen. Vielen Dank schon mal fürs Ausfüllen. Die Ergebnisse werden wir am Schluss des zweiten Teils bekannt geben. Bitte starten Sie jetzt. Ja, vielleicht sind die einen oder anderen noch am Ausfüllen. Die Ergebnisse gibt es dann nach den Einblicken oder dem Einblick in den Betrieb. Jetzt sehe ich gerade, es ist nur eine Antwortmöglichkeit möglich, sehe ich da im Chat. Dann müssen Sie sich für das Wichtigste entscheiden. Sind wir flexibel und wollen jetzt keine Zeit mehr verzögern, um auf die spannenden Interviews zu kommen. Es freut uns wirklich sehr, dass Anja Neuhaus und Susanne Grasser, die sind beide verantwortlich für das BGM in ihren sehr unterschiedlichen Betrieben, dass sie uns einen Einblick geben über das BGM bei ihnen im Betrieb. Wir haben gemeinsam Fragen vorbereitet und möchten das so gerne als Interview handhaben. Und wir haben Fragen vorbereitet, wo wir denken, dass die Antworten auch für Sie dann eben als Teilnehmende sehr interessant sein können. Ja, und als erstes haben beide, Anja Neuhaus und Susanne Grasser, einen Steckbrief vorbereitet, um uns eben ein bisschen aufzuzeigen, woher sie kommen. Und da würde ich doch gerade das Wort an Anja übergeben, Entschuldigung, um uns kurz über die BLS zu berichten. Sehr gerne, danke Corinne. Auch von meiner Seite guten Morgen an alle. Wir starten mit dem Steckbrief. Die BLS ist ein Verkehrsunternehmen, welches Menschen und Güter mit Bahn, Bus, Schiff und Autoverlad transportiert. Die BLS hat gut 3500 Mitarbeitende an über 70 verschiedenen Standorten. Diese Standorte sind vor allem im Kanton Bern. Es gibt aber auch einzelne, die außerhalb des Kantons Bern sind. Der Frauenanteil bei der BLS liegt bei knapp 20%. Über 50 verschiedene Berufsbilder sind in der BLS tätig. Das Durchschnittsalter liegt bei knapp 45 Jahren, Entschuldigung, und die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bei 12,5 Jahren. Zur BGM-Organisation bei der BLS.
Das BGM bei der BLS ist im HR angegliedert. Es arbeiten jedoch auch Mitarbeitende aus anderen Bereichen mit. Wir arbeiten in einem bereichsübergreifenden BGM-Kernteam zusammen. Im HR sind rund 160 Stellenprozent für BGM vorhanden. Der Austausch mit den Bereichen stellen wir über sogenannte BGM-Botschafterinnen und Botschafter und die Sponsoren sicher. Die Botschafterinnen vertreten das BGM in den Bereichen und werden dabei durch die Sponsoren unterstützt, die aus den jeweiligen Leitungsteams der Bereiche kommen. Nun übergebe ich gerne an dich, Susanne, damit du uns das Unternehmen Pinya noch etwas genauer vorstellen kannst. Ja, danke dir, Anja, danke dir, Corinne, fürs Vorstellen. Ich bin Susanne Grasser, vertrete die Stiftung Pinya, Raum für Menschen mit Behinderung. Also ganz ein anderes Unternehmen, auch in einer ganz anderen Größenordnung. Wir sind dem Sozial- und Gesundheitsbereich zugeordnet, Behindertenbereich. Haben aktuell 184 Vollzeitstellen. Das sind 220 Mitarbeitende an 5 Standorten in Kloten und Bülach. Und wie so häufig üblich im Sozial- und Gesundheitsbereich mit einem wesentlich höheren Frauenanteil als bei euch in den Verkehrsbetrieben. Bei uns liegt der bei 67%. Die Berufe sind unterschiedlichst, also von Sozialpädagogen über Fachmann, Fachfrau, Gesundheit, Fabes bis hin zu Koch und Köchin und Restaurationsfachfrauen, also ein sehr, sehr breites Spektrum. Bei uns ist das Durchschnittsalter bei 41 Jahren, also wir haben wirklich die ganz Jungen von die ihre Lehre bei uns machen bis hin zur Pensionierung. Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liegt aktuell bei 7 Jahren. Ja, und zur BGM-Organisation. Vor 2 Jahren wurde BGM als Projekt ins Leben gerufen mit einer 20%-Stelle. Ich bin diese Beauftragte dafür, bin natürlich an die Geschäftsleitung angehängt übers HR und an die Basis nach unten hin vertreten über eine Arbeitsgruppe. Aber entsprechend unseren Betriebsgrößen im Vergleich alles etwas kleiner als bei euch. Vielen Dank, Susanne. Ja, wir haben euch gebeten, auf dem schönen Bild der BLS euch zu positionieren im Sinne von, wo steht ihr mit dem BGM aktuell? Und Susanne, du wirst uns als Erste berichten darüber, wo du dich positioniert hast und weshalb. Ja, so schön, mit diesem Bergbild zu starten, in dieser wunderschönen Landschaft sich positionieren zu dürfen. Berge sind meine unglaublich große Leidenschaft, auch meine Kraftquelle. Aber es geht ja nicht um mich als Person, trotzdem am Rande erwähnt. Ich glaube, es schadet nicht, wenn man für ein Thema mit Begeisterung dabei ist. Ja, wo positioniere ich unser BGM? Ich würde sagen, wir sind da schon mal zumindest über den großen Fluss. Unser BGM hat gestartet vor, wie gesagt, 2 Jahren. Es ist vorher im Betrieb immer wieder schon so klar geworden, die Absenzenzahlen, die steigen, irgendwas braucht es, aber wenn es wie keinen Kopf hat, der oder die das in die Hand nimmt, dann geht auch nichts weiter. Und so hat sich die Geschäftsleitung dafür entschieden, das zu besetzen und dem ein Gesicht zu geben. Ich denke, das war so ein allererster, ganz wesentlicher Schritt, so dieses Commitment der Geschäftsleitung zu haben und das wirklich als Auftrag von ihnen zu sehen. Habe mich dann eingearbeitet, habe versucht herauszufinden, was ist denn schon da, auch wenn wir es noch nicht BGM nennen, bei uns im Betrieb. Sehr wertvoll
BGM-Self-Check der Gesundheitsförderung Schweiz zu machen und selber irgendwie so einordnen zu können. Dann haben wir mit euch, Corinne, einen Workshop durchgeführt in so einer breiten Auslegeordnung, auch den Bedarf auf den unterschiedlichen Ebenen sichtbar zu machen. Das heißt, eine wertvolle Brücke, über die wir da gehen durften, die ich dankbar angenommen habe, um da unseren Weg zu bahnen. Das Ganze vor der Geschäftsleitung, vor der Betriebskommission präsentiert. Und dann, wenn wir zurückdenken ans Frühjahr 2020, kam Corona und plötzlich war alles anders. Wir sind demnach ein bisschen so vom Weg abgekommen und ihr seht da unser Pinja-Logo ein bisschen so querfeldein in der Landschaft, wo wir dann umeinander gestiefelt sind. Es war ganz klar in dem Moment, wir können nicht nach Fahrplan mit einer Analyse beginnen. Wir können keine Befragungen machen. Das Personal war eins zu eins damit beschäftigt, irgendwie diesen herausfordernden Alltag zu bewältigen. Und habe dann mehr mit kleinen Gesten gestartet, Gesten der Wertschätzung, um in irgendeiner Form das Personal bei Laune zu halten. Keineswegs also so strukturiert, wie das ursprünglich geplant war. Und trotzdem ganz wichtig, aber auch das Personal abzuholen, zu schauen, was brauchen denn die? Habe das in einer sehr, ich würde sagen, sehr, mit einem sehr niederschwelligen Angebot aufgegleist, einfach mal einen Briefkasten aufzuhängen. Und da konnte man 3 Wünsche der Lohns einwerfen. Ganz wichtig, aber auch da die Teamleiter mit ins Boot zu holen, also auf allen Ebenen anzusetzen, dass die das publik machen in ihren Teams. Ja, und wie gesagt, nicht ganz so strukturiert, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hätte. Denke ich, ist aber sehr wichtig, trotzdem wie den Bedarf abzuholen. Wo stehen denn die unterschiedlichen Teams? Ich habe auch Einzelinterviews geführt mit den jeweiligen Bereichsleitungen, wo die Kennzahlen der Absenzquoten rot aufgeleuchtet sind. Und nach außen hin gestartet mit diesen kleinen Gesten, um in irgendeiner Form Wertschätzung auszudrücken, um Impulse zu liefern für eine ressourcenorientierte Haltung, die das Personal stärken sollte. Und wenn wir da so mitten in der Landschaft stehen aktuell, denke ich, vielleicht erreichen wir noch die kleine Hütte da oben, um Rast einzulegen. Ich glaube, es ist ein guter Moment, um da nochmal innezuhalten und zurückzuschauen, was ist denn passiert jetzt in diesen vergangenen knapp 2 Jahren und wie kommen wir wieder auf Kurs, wie kommen wir wieder auf diesen Weg, der uns weiterführen wird. Das ist unser aktueller Standort. Wie sieht es denn bei euch aus, Anja? Wo steht ihr? Danke, Susanne. Wir haben uns da etwas weiter hinten am Berg platziert. Und zwar so haben wir uns relativ klassisch, sind wir davon ausgegangen, dass es das Ziel ist, auf den Gipfel zu kommen. Vielleicht ist es dort oben manchmal etwas kalt und stürmisch, aber trotzdem sind wir noch im Aufstieg. Das ist wahrscheinlich das Wichtige. Also wir sind noch nicht angekommen. Und trotzdem konnten wir aber schon einige Hindernisse überwinden. Ich glaube, den Fluss konnten wir überqueren und wir konnten Grundlagen und auch Strukturen legen für den weiteren Aufstieg. Gesundheit BLS, so heißt das BGM bei der BLS, ist bekannt. Eine gewisse Sensibilisierung im Thema hat sicher stattgefunden und wir konnten auch erste Maßnahmen umsetzen. Das BGM bei der BLS läuft nun seit knapp 2 Jahren. Vorher lief eine Konzeptphase. Das HR hat wie auch bei Pinja eigentlich von der Geschäftsleitung den Auftrag erhalten, ein BGM umzusetzen oder aufzubauen. Zu diesem Zeitpunkt war aber in der BLS schon relativ viel vorhanden. Also es gab schon ein gut funktionierendes Präsenz- und Case-Management zum Beispiel. Es fanden auch schon Einzelaktionen statt und auch in der Umsetzung
im Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz war schon sehr viel da oder ist auch weiterhin da, viel da. Da hat es eigentlich keinen großen Handlungsbedarf gegeben. Es ist also vor allem darum gegangen, das Ganze zu systematisieren, zu koordinieren und sicher punktuell auch zu ergänzen. Wenn wir nun also auf die Inputs von Corinne und Nicola zurückschauen, sind wir sicher so mit aus einem Mix zwischen Bedarf erheben, Analyse, aber auch BGM-System gestartet in diesem Konzept. Wir haben viele Gespräche geführt, Analysen gemacht. Wir haben uns überlegt, in welchen Wirkungsfeldern möchten wir eine Wirkung erzielen? Wie kann die Evaluation aussehen, auch anhand des Wirkungsmodells von Gesundheitsförderung Schweiz? Und wir haben auch damit begonnen, eine BGM-Struktur mit BotschafterInnen aufzubauen. Zurück zum Bild. Der Weg dorthin, wo wir jetzt sind, war wie auf dem Bild ersichtlich schon auch steinig und zum Teil sind wir wahrscheinlich auch etwas vom Weg abgekommen und mussten Zusatzumwege machen und sind aber, glaube ich, wieder darauf zurückgekehrt. Es hat Energie und auch Durchhaltewillen gebraucht, wie auch du schon gesagt hast, Susanne. Das ist sicher ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt und der Aufstieg ist steil, manchmal kommt man etwas vorwärts, rutscht dann aber auch wieder etwas zurück und muss nochmal Anlauf holen oder die Kräfte bündeln und sammeln. Wir haben uns dazu entschieden, dass Gesundheit BLS direkt mit einer Kampagne zu lancieren für die Mitarbeitenden. Gedanke dahinter war, dass wir nicht einfach sagen wollten, es gibt jetzt Gesundheit BLS und das ist es, sondern direkt auch erste spürbare Maßnahmen damit lancieren. Und im Nachhinein, wenn wir jetzt so zurückschauen, ist das vielleicht ein Learning oder etwas, das wir mitnehmen, dass das wahrscheinlich viel auf einmal war. Also die ganzen Strukturen waren noch nicht ganz so gefestigt, wie es vielleicht hilfreich gewesen wäre. Und das ist sicher etwas, was wir mitnehmen, dass doch dort viel investiert werden muss und das ein sehr wichtiger Punkt ist. Ja, im Moment scheint auf dem Bild die Sonne und es ist etwas, also sieht relativ ruhig aus. Ich glaube, so ist es im Moment auch gerade bei uns. Wie es aber ist in den Bergen und in hohen Lagen, es kann jederzeit Nebel aufkommen, das Wetter kann umschlagen und ich glaube, das mussten wir auch schon erfahren mit dem BGM und ich denke, dass das auch schon in Zukunft so bleiben wird. Es kommen immer wieder unerwartete Herausforderungen, die Prioritäten können sich verschieben und ja, man muss einfach flexibel bleiben. Hey, vielen Dank, Anja und Susan. Ja, und jetzt in der Zeit, von der jetzt schon ihr ein bisschen schon berichtet habt, da durftet ihr ja auch schon einige Highlights feiern und ja, das würde uns natürlich wundernehmen, was das so war bisher, welche Highlights ihr da schon erlebt habt. Müsste ich da, genau. Und Anja wird da starten. Genau, ich habe vorhin schon kurz die erste Kampagne erwähnt, die wir gestartet haben. Das war die Kampagne Lueg zu dir. Sie hat sich mit der Stärkung der eigenen Ressourcen beschäftigt und dabei den Fokus auf die psychische Gesundheit gelegt oder legt ihn eigentlich immer noch. Die Kampagne läuft noch. Der Startschuss zu Gesundheit BLS und auch zur Kampagne haben wir mit einer Schnurkarte gemacht. Die seht ihr da auf dem Bild. Das ist ein Kurzcheck zu 5 Bereichen des persönlichen Wohlbefindens. Zusammen dann mit Informationen zu Gesundheit BLS, was ist Gesundheit BLS, was gehört dazu, wie ist es aufgebaut, was sind Ansprechpersonen. Das haben wir so gebündelt an die Mitarbeitenden gebracht. Wir sind da auch viel draußen unterwegs gewesen, wenn ich da so draußen sagen kann. Also wir haben die Standorte besucht und haben diese Karten direkt vor Ort verteilt. Und das war auch sehr ein wichtiger Punkt für uns, dass wir da in Kontakt gekommen sind.
Ja, dann hatten wir eigentlich die Kampagne durchgeplant und hatten verschiedene Fixpunkte geplant in diesem Themenbereich und dann kam Corona und hat uns die ganze Planung auf den Kopf gestellt und wir haben uns dann dazu entschieden, das Thema Lueg zu dir etwas umzuwandeln und einfach aktuelle Bedürfnisse aufzunehmen. Wir haben einen Ratgeber auf die Beine gestellt, der Themen wie Homeoffice, psychische Gesundheit, Lockdown aufgenommen hat und dort immer aktuelle Hilfestellungen, Inputs und Themen aufgenommen wurden. Wir haben dann diesen Ratgeber immer etwas ausgebaut. Zwischenzeitlich gab es eine Grippeprävention im Jahr 2020. Wir haben Inputs gegeben zu Sommerferien in der Schweiz. Es gab eine Schritte-Challenge im zweiten Lockdown. Aktuell läuft noch eine Webinarserie zu Themen, die aktuell beschäftigen. Also eigentlich alles so auf Corona und die Situation ausgerichtet. Gleichzeitig haben wir aber auch in das System BGM investiert, dass wir haben ein Postfach errichtet, haben so versucht, den Austausch mit den Mitarbeitenden anzuregen und wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, mit den Botschafterinnen und Botschaftern in den Bereichen ein Netzwerk aufgebaut, das uns unterstützt, einerseits um Bedarf abzuholen, aber auch um Maßnahmen und Themen in die Bereiche zu tragen. Die Evaluation ist ein wichtiges Thema für uns und da haben wir ein Dashboard auf die Beine gestellt, das die wichtigsten Gesundheitskennzahlen zusammenfassend darstellt. Es war da schon einiges vorhanden, aber wir haben das noch etwas umgebaut und versucht, einen möglichst einfachen Zugang dazu zu schaffen. Was sind eure Highlights aus den ersten Monaten, Susanne? Ja, also das mit dem Postfach, das scheint sich zu bewähren, bei uns auch. Ich habe vorhin ja schon unseren Briefkasten erwähnt. Das war tatsächlich ein Highlight insofern, weil es eine ganz simple Methode war, Wünsche abzuholen. Und ich habe euch gesagt, wir haben an die 220 Mitarbeitenden und da kamen 167 Wünsche zurück. Das war ein niederschwelliges Angebot, ohne lange Analysen. Ich habe das natürlich ausgewertet und gerade den am häufigsten genannten Wunsch aufgegriffen, um möglichst schnell etwas ans Personal auch zurückgeben zu dürfen. Und das war der Wunsch nach einem Pausenraum, ein Thema, das ich schon lange in der Pinja kennen seitens des Personals. Das haben wir in dem ersten Newsletter zum Thema gemacht und als Wettbewerb ausgeschrieben, dass sich das Personal selbst den eigenen Pausenraum so gestalten soll und kann, wie sie das wollen. Das wurde dann prämiert mit Urkunde und dem entsprechenden finanziellen Zustupf. Und heute sitzen die tatsächlich auf ihrer Terrasse mit Lounge und Pflanzen und können da ihre Pausen genießen. Ich denke, das war ein ganz guter erster Impuls zum Zeigen, da geht wirklich etwas. Der Newsletter ist ein wichtiges Kommunikationsmittel. Ursprünglich habe ich mal angefangen, einfach mit Briefen. Wir wählen Kommunikationskanäle auf allen Ebenen, aber ich bin überzeugt davon, wenn Mails im Teamordner landen, dann klickt das eine an und die anderen sehen es nicht mehr. Also wir sind da wie im altmodischen Format auf Papier unterwegs, aber wirklich auch persönlich adressiert an jeden einzelnen Mitarbeitende und Mitarbeitenden. Um Impulse weiterzugeben. Der Newsletter, der erscheint vierteljährlich und sieht vielleicht etwas handgestrickt aus als eure Schnurkarte. Auch wir hatten so vom System ein ähnliches, unser Xundometer. Und denke aber, über diese schriftlichen Informationen hinaus ist es ganz, ganz wichtig, wirklich in die Teams zu gehen. Da hat uns Corona reingepfuscht, wirklich dieses Personal Aug in Aug gegenüberzustehen,
war wesentlich herausfordernder, aber ich denke, es war ein ganz zentraler Bestandteil, in die Teams zu gehen, mit Aufstellern zu kommen, im zweiten Jahr schon das gesündere Osterkörbchen, nicht nur mit Schoki, sondern immer wie auch verbunden mit irgendeinem Gedankenimpuls, einem Handlungsimpuls. Hier eine Heute-geht's-mir-Latte für jedes Team, um auch Befindlichkeiten zum Thema zu machen. Also Schoki allein verteilen ist es nicht. Und ganz zentral, weil ich gesagt habe, in die Teams zu gehen und sich zu vernetzen mit den Bereichen, war sicherlich die Gründung unserer Arbeitsgruppe AG Gesundet Pinja, dass alle Bereiche unseres Betriebs vertreten sind und auch über alle Hierarchiestufen. Da war es wichtig, auch die Rollen und Strukturen zu klären, die Kompetenzen, denn wie ich so einzelne Mitarbeitende angefragt habe, haben zum Teil ich auch die Rückmeldung bekommen, ja, ich im Basispersonal, ich kann ja wie nichts dazu beitragen, ich kann nichts bewegen. Und ich habe sagen müssen, nein, jedes kleine Rädchen, das sich dreht in diesem Komplex, trägt etwas dabei und du bist einfach super, jeder, der einen Beitrag dazu liefert. Und da gibt es noch das Du bist super Bild dazu. Ja, und auch die AG wurde dann publik gemacht über den Newsletter, hat sich mit einem Gesicht vorgestellt und unsere Gruppe selbst, die sagen von sich, hey, wir sind endlich mal eine Arbeitsgruppe, die sich nicht einfach nur dreht im Geschwätz, sondern da kommt was raus, da passiert was, das verläuft nicht im Sand. Wir sind sehr, sehr klar und strukturiert und zielstrebig unterwegs. Natürlich im Rahmen unserer zeitlichen Ressourcen, aber da geht etwas weiter. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, wirklich vernetzt zu sein, auch nach unten hin über alle Bereiche. Ja, das ein paar ausgewählte Highlights unsererseits. Herzlichen Dank. Sehr spannend, die Highlights. Ein bisschen neidisch werden auch. Genau, und jetzt habt ihr schon viel erzählt darüber, ob jetzt BGM trotz oder gerade wegen Corona, wollt ihr noch was ergänzen? Vielleicht noch eine Erkenntnis dazu, Anja oder Susan? Beide gleichzeitig. Ich glaube, das Wichtigste als Erkenntnis aus dieser herausfordernden Zeit ist einfach flexibel zu bleiben und nicht stur seinen Plan zu gehen, sondern auf das zu reagieren, was aktuell los ist, den Rahmenbedingungen angepasst, auch seine Pläne anzupassen. Ja, große Flexibilität, die gefordert ist. Ja, also ich kann das nur unterstützen, Susanne. Ich denke auch, es hat uns auch gezeigt, dass eine zu langfristige Planung sowieso nicht sinnvoll ist, auch wenn Corona hoffentlich wieder einmal in Geschichte ist und wir uns auf andere Sachen konzentrieren können. Auch da denke ich, eine zu langfristige Planung macht einfach nicht mehr Sinn. Ja, und ihr habt flexibel reagiert und so auch aus dem Weg trotz Corona und vielleicht auch wegen Corona einen Beitrag leisten können. Das denke ich, ist wirklich gut gelungen. Ja, es geht gegen Ende Jahr zu und es ist wieder Zeit des Wünschens. Und wir wissen ja auch, dass ihr noch ein paar Wünsche offen hättet fürs BGM. Und ja, Anja, was wäre dein Wunsch? Ich wünsche mir, dass das BGM in der BLS in der kommenden Zeit und mit der Zeit immer besser integriert wird und irgendwann nicht mehr so losgelöst und isoliert betrachtet wird. Mit integriert meine ich einerseits integriert in die Prozesse und Instrumente, also dass man sich, also vor allem auch die HR-Prozesse und Instrumente und dass man sich immer Gedanken macht, welche Rolle spielt das Thema Gesundheit in einem LED-Prozess, in den verschiedenen Instrumenten und andererseits aber auch in die Bereiche, also dass es nicht mehr ein HR-Thema ist, dass es von den Bereichen mitgetragen wird und auch gelebt wird und
ja, ich glaube, mit einem guten Netzwerk kann man da sehr viel machen. Aber auch hier, wir haben hier noch viel Potenzial und das ist das, was ich mir für das BGM in der BLS wünsche. Eine Integration wirklich. Das genau. Und Susanne? Dem schließe ich mich gerne an. Das wünsche ich mir für uns in der PIN ja auch. Und damit verknüpft ist für mich auch der Wunsch nach mehr Ressourcen. Und du, Corinne, hast das in deinem Artikel geschrieben, es braucht nicht mehr Geld, sondern es ist auch einfach eine Sache der Zeit. Ich erwarte mir nicht finanzielle Ressourcen, aber ich merke so, mit 20% den Betrieb abzudecken, vernetzt zu sein, nach innen, nach außen, anzusetzen auf der Analyseebene, auf der Strukturebene, auf der Maßnahmenebene. Dafür wäre ein bisschen mehr Zeit schon nicht schlecht. Und das bedeutet wiederum aber auch, dass es die Anerkennung der Geschäftsleitung braucht, auch zu sehen, dass das auch ein Prozess ist, der Zeit braucht. Ja, ihr durftet eure Wünsche äußern und wir haben ja antizipiert, dass die Teilnehmenden wahrscheinlich den Wunsch haben, noch ein paar Tipps von euch zu erhalten. Und bevor wir dazu kommen, möchten wir nun kurz schauen, was die Teilnehmenden einander jetzt vielleicht so für Tipps geben und was die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind. Und da brauche ich gar nicht lang zu scrollen. Sie durften zwar nur eins ankreuzen, aber das ist... So deutlich hätten wir es nicht erwartet. 55% von Ihnen sagen wirklich, das Thema die Führung fürs BGM gewinnen ist das Allerwichtigste. Ja, danke fürs Teilnehmen und jetzt würden abschließend Anja und Susanne uns noch aus Ihrer Sicht sagen, was wären so die 2, 3 Tipps, die Sie gerne Ihnen mitgeben würden auf den Weg. Also das entspricht absolut auch meiner Erfahrung, Führung fürs BGM gewinnen, sehe ich als ganz zentrale Grundlage, dass die auch wirklich dahinter stehen, dass es ein Commitment seitens der Geschäftsleitung gibt. Das kann ich 1:1 unterschreiben. Ich selbst finde diesen Punkt der Motivation, zeitlichen Ressourcen und funktionierenden Netzwerk auch ganz zentral. Ich glaube, es braucht Geduld, Flexibilität, wie so ein dran glauben und dranbleiben, eben ein Prozess, der Zeit braucht und wo es durchaus möglich ist, auch aus wenig viel zu machen. Mhm. Und was mir persönlich sehr hilft immer wieder, ist die Vernetzung einerseits nach außen, also nebst dem Kontakt mit euch in der Gesundheitsförderung Schweiz, solche Frühstückstreffen, wo man die Bestätigung auch von anderen kriegt, denen es vielleicht ähnlich geht, sich Tipps holen. Gerade wenn ich auch das Gefühl habe, quasi bei uns im Betrieb so ein bisschen alleine dazustehen, ist das sehr, sehr wertvoll, austauschen zu können. Und natürlich die Vernetzung nach innen ganz zentral, da die Fühler in alle Bereiche ausstrecken zu können. Also ein funktionierendes Netzwerk kann ich absolut empfehlen. Und hätte man 3 wählen dürfen und nicht nur eines, würde ich auch noch den breiten Fokus der Maßnahmen empfehlen. Denn ich glaube, es ist gut, wirklich auf allen Ebenen anzusetzen. Man erreicht nie alle, also auch methodisch versuche ich möglichst verschiedenste Schienen zu fahren. Dem einen spricht das eine mehr an, den anderen das andere. Und gleichzeitig muss ich sagen, ja gut, und wenn das eine nicht funktioniert, dann mache ich halt was anderes. Also einfach dranbleiben und mit Begeisterung fürs Thema weitergehen. Vielen Dank. Und Anja hat auch noch ein paar Tipps für alle. Ja, zum Thema Führung, also das ist auch mein wichtiger Punkt. Für mich ist da auch noch eine Erkenntnis, dass wenn man die GL im Boot hat oder die Geschäftsleitung, heißt das nicht automatisch, dass auch das Mittelmanagement dabei ist. Und das ist für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, auch aus unserer ersten Zeit im BGM, dass man auch dort, also dass man die nicht vergisst und einfach denkt, ja, die Geschäftsleitung hat uns den Auftrag gegeben, sie sind an Bord, weil dort die direkten Führungskräfte oder auch noch die Stufen dazwischen haben einen sehr, sehr großen Einfluss, sind
im direkten Kontakt mit den Mitarbeitenden und dort eine Sensibilisierung, ein Bewusstsein zu schaffen, erachte ich wirklich als sehr, sehr wichtig. Und in diesem Zusammenhang auch das Thema Mehrwert nachweisen. Also ich denke, dass gerade für die Kommunikation mit diesen Zielgruppen schon auch der betriebswirtschaftliche Aspekt des Themas sehr wichtig ist, dass man mit Zahlen arbeiten kann, dass man mit Absenzquoten arbeiten kann und so einfach auch ein Bewusstsein schaffen kann. Und hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dass die Zahlen einfach und gut zugänglich sind und auch von optimalerweise von Führungskräften oder zumindest von HR-Personal selber ausgewertet werden können und jederzeit einsehbar sind. Und der dritte Punkt, den ich noch habe, ist im Thema Bedarf eruieren. Das ist auch eine Herausforderung, die wir immer haben in der BLS. Wir haben sehr viele verschiedene Berufsbilder und sehr diverse Tätigkeiten. Und wir erachten es als zentral, dass wir berufsgruppenspezifisch agieren können und so auch direkte Bedürfnisse abdecken können. Und da ist es für uns zentral, dass wir überhaupt an die Bedarfe kommen. Und auch hier spreche ich wieder unser Netzwerk an. Neben den herkömmlichen Methoden wie Umfragen, Befragungen mal in einem Bereich spezifisch, ist das für uns schon ein wichtiger Punkt, dass wir dort Menschen oder Mitarbeitende haben, die uns unterstützen, die ein Sprachrohr für uns sind und auch im Kontakt mit uns stehen. Vielen lieben Dank. Im realen Leben wäre jetzt ein großer Applaus für euch. Das stellen wir uns so vor. Und dann übergebe ich jetzt das Wort gerne an Madeleine. Ja, vielen Dank euch allen, an Anja, Susanne, Corinne und Nicola für diese wirklich sehr spannenden Inputs. Ich habe mir vorgestellt, wie das Bild, das Landschaftsbild aussehen würde, wenn ihr alle eure Punkte da setzen würdet. Und ich glaube, das gäbe ein ganz spannendes Resultat. Ihr habt es gesehen, die Unternehmen stehen alle an einem völlig anderen Ort und das ist okay. Und man beginnt an einem anderen Ort, man hat andere Möglichkeiten. Und ich glaube, diese Infos haben uns allen ganz viele Tipps mitgegeben. Wie gehe ich vor? Wo starte ich? Diese Erfolgsfaktoren, die Corinne und Nicola präsentiert haben, fand ich auch sehr spannend, weil man dort einige Punkte einfach herauspicken kann und schauen, welche nehme ich zuerst? Welche passen in meine Unternehmung? Wo kann ich ansetzen? Und für mich auch ganz wichtig, der Input, dort ansetzen, was macht man schon gut, was hat man schon gemacht und das auch nach außen zeigen. Die Inputs von Susanne und Anja auch sehr interessant. Welche Maßnahmen haben Sie gewählt? Es gibt Herausforderungen, es gibt Rückschläge, wenn man das so sagen kann. Corona war eine Herausforderung für alle, aber flexibel bleiben. Ich glaube, das war die Aussage von allen. Und dahinterstehen, motiviert weitergehen und sich vernetzen innerhalb vom Unternehmen und auch außerhalb. Vielen Dank für eure interessanten Inputs. Wir werden einen Foliensatz für euch zusammenstellen und den auf unserer Webseite in wenigen Tagen aufschalten. Auch ein Replay von diesem BGM-Talk wird dort aufgeschaltet werden, damit ihr das allenfalls auch weiterleiten könnt und diese Inputs vielleicht euch nochmal anhören könnt. Ich komme zum Abschluss und möchte Claudia bitten, noch die paar Folien nochmals aufzuschalten. Ich werde Ihnen gerne noch zwei Folien zeigen. Die nächste, da haben wir noch zwei Dokumente aufgeschaltet zum Einstieg ins BGM. Dokumente, die Sie von unserer Webseite downloaden können. Das betriebliche Gesundheitsmanagement, die Grundlagen und Trends, ein spannender Leitfaden mit ganz vielen Informationen rund um das Thema BGM. Und dann noch die nächsten BGM-Veranstaltungen. Am 10. November gibt es ein nächstes, diesmal nicht mehr einen BGM-Talk, sondern wieder ein Frühstückstreffen, das wir hybrid im Sheraton Zürich durchführen. Sie dürfen sich da auch bereits über die Website anmelden. Kommen Sie nach Zürich, entweder vor Ort
oder Sie haben eben auch wieder die Möglichkeit, sich einzuloggen. Am 26. Oktober findet die Labelverleihung Friendly Workspace statt. Die Übergabe des Awards Friendly Workspace dieses Jahr auch in einer hybriden Version. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, dieses Jahr im Livestream mit dabei zu sein. Für die virtuelle Teilnahme können Sie sich auch über unsere Webseite anmelden. Und dann gibt es noch die zwei Weiterbildungen dieses Jahr, 2. November, 10. und 11. November. Auch die Informationen dazu finden Sie in den Folien mit einem Klick oder auf unserer Website. Ich bin am Schluss angelangt. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den Referentinnen und Referenten bedanken. Das waren spannende Inputs heute. Ich hoffe, ihr habt da die einen oder anderen Tipps mitnehmen können und habt euch auch wiedergefunden in diesen Situationen, die beschrieben wurden, und könnt da ansetzen für euer Unternehmen. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen erhalten im Plenum. Ich möchte mich an dieser Stelle von denjenigen verabschieden, die vielleicht nicht mehr länger dabei sein können, die schon weiter müssen. Ansonsten sind wir jetzt noch im offenen Plenum hier für euch da. Wir werden die Fragen aufnehmen, die im Chat sind. Ihr dürft euch auch gerne zuschalten mit dem Mikrofon, sodass wir eure Fragen diskutieren können, aufnehmen können. Und ansonsten einen ganz schönen Tag, eine schöne restliche Woche. Viel Spaß und Erfolg in eurem BGM. Wir sind immer für euch da, wenn ihr Kontakt aufnehmen möchtet und konkrete Fragen noch habt an die BLS oder an die Stiftung PINJA. Ihr dürft über uns gerne kommen, mir eine Mail schicken. Die Kontaktdaten werden wir euch auch aufschalten. So können wir euch den Kontakt vermitteln, auch zu Nicola Burger und Corinne Baumgartner. Vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme. Und einen ganz schönen Tag noch.